Jetzt, da die Temperaturen immer kälter werden, können uns zumindest lateinamerikanische Rhythmen einheizen. Dies beherzigte auch die PSF Big Band, die bei den diesjährigen pädagogischen Musikbandbreiten ihren Schwerpunkt auf Salsa-Musik setzte. Die ausverkauften Vorführungen sprechen für das Konzept des Mittwochkonzerts. Absolut, ja, es darf absolut nicht passieren, dass man drinnen sitzt und eine Stunde lang zuhört, sondern es muss natürlich, wir wissen ja, je mehr du tust beim Erleben, wir haben diese sogenannten ästhetischen Erfahrungsräume, es ist wichtig, dass der ganze Körper mitlernt und nur dann, wenn die emotionalen Dinge stimmen, dann lernst du auch was dazu und dann bleibst du auch hängen. Die Konzertreise begann in Kuba mit dem Salsa, ging weiter mit dem Bossa Nova, dem Samba bis hin zum Cha-Cha-Cha. Wir haben ganz viele spanische Lieder haben sie uns gezeigt. Wir sind der Musik näher gekommen, haben sie uns erzählt. Melanie ist der Musik nicht nur näher gekommen, sie durfte sogar mitspielen. Also ich habe immer versucht, so im Takt zu bleiben. Also es war auch ein bisschen schwer, weil alles so schnell waren. Und ja, ich habe mich einfach bemüht, dass ich mitkomme. So. Für die Schüler war es ein Musikunterricht der besonderen Art. Und auch den Pädagogen hat es gefallen. Ja, ich habe selber hier an der Hochschule studiert und war selber aktives Mitglied in der Vocal Group. Und deswegen war es für mich natürlich klar, dass ich bei den Musikbandbreiten dabei bin und mit meinen Schülern jetzt zum ersten Mal, das was mich sehr freut. Es war super und man konnte aktiv mitmachen und ich habe auch meine Schüler eben animiert dazu und ich glaube, es hat ihnen Spaß gemacht. Also ich habe bis jetzt nur positive Rückmeldungen erhalten. Im nächsten Herbst laden die musikalischen Musikbandbreiten wieder zum Konzert. Mit welchen Rhythmen die Schüler dann angelockt werden, wissen wir aber noch nicht.